sagte, ich will gerade anschließen. Das ist doch der Grund, warum bei der Originalsubstitution ermöglicht ist. Da verdient die Pharmaindustrie nicht gut dran, aber wenn medizinischen Cannabiskonsumenten zu erlauben, seine Medizin auf dem Balkon anzubauen, also, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum die Pharmaindustrie nach wie vor dagegen ist. Denn dann können sie ja nichts mehr verdienen an uns. Also ich habe das jetzt so verstanden, Sie waren eher dafür zu sagen, wer das braucht, soll es für sich auch anbauen können, so dass möglich bei ist. Bei Cannabis. Ja. Also ich finde dieses Cannabis-Vorschutzglaubmodell unheimlich gut. Das ist für Konsumenten, das ist für medizinische Konsumenten. Und die Leute machen das halt selber. Sie gehen nicht ins Geschäft und fallen wieder ist ein Summen für irgendwas, was sie für wenig Geld im eigenen Garten ziehen können. Und was sagt die Linke dazu? Hat schon Antwort drin. Ja, das ist ja richtig. Deswegen sage ich, man muss jede Substanz für sich betrachten und selbstverständlich. Also das ist ein Produkt, was man selber anbauen kann. Da muss niemand, ich will auch nicht hier dann nicht jedes Feld den großen Konzernen überlassen. Wir haben das mit diesen Social Clubs auch beantragt, ein Modell, was es in Spanien gibt. Ein Modell, was ich zum Beispiel ganz persönlich den oft favorisierten Drogenfachgeschäften auch vorziehen würde. Drogenfachgeschäfte ist ein Modell, über das man diskutieren kann. Aber diese Clubs hätten auch den Vorteil, dass man registriert, wirklich das anbauen kann, was man für die Eigenverwendung braucht. Da könnte man anfangen mit denen, die das zur medizinischen Verwendung. Die Möglichkeiten sind da durchaus breiter, als es die Öffentlichkeit weiß. Da könnte man mit denen anfangen, aber das auch stückweise dann für Konsumenten öffnen. Aber so, dass es für den Eigenverbrauch ist, also nicht, dass hier versteckt dann im Handel damit betrieben werden kann, ist für mich eine Variante, wo eine sehr gute, kontrollierte, ein sehr gut kontrollierter Anbau zum Eigenbedarf möglich wäre, ohne dass hier eine völlig unkontrollierte Verbreitung in Gefahr wäre.